Ich freue mich sehr auf den 26. Mai im Witzemann. Das Stuttgarter Kammerorchester hat mich vor über 2 Jahren gefragt, ob ich für das Orchester eine Geschichte erzählen will, die 4 eigenständige Musikwerke überspannt. Daraus ein Familienkonzert zu konzipieren und zu schreiben, für Kinder wohlgemerkt ab 10 Jahren, nicht früher. Das ist also der Reiz gewesen, so eine Geschichte zu finden, die Erwachsene genauso wie jetzt die älteren Kinder und auch ergreift, die etwas von ihnen erzählt. Und ich glaube, mir ist was Schönes eingefallen. Eine abenteuerliche Geschichte mitten aus dieser Stadt, kann man sagen. Sie ist eigentlich für Stuttgart entstanden, das Ganze. Musik aus dem Barock, aus der Klassik und auch aus der Jetztzeit, sagen wir mal, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Geschichte handelt von Kindern, die ausbüchsen und Eltern, die Panik schieben, weil sie eigentlich ihren Kindern, ihren Heranwachsenden immer eine gute Betreuung sein wollen. Und was ist, wenn das nicht mehr funktioniert? Was ist da los, wenn plötzlich was anderes gilt? Dafür steht Ombre. Das ist die Hauptfigur in meinem Stück. Und wenn die Kinder losgelassen sind, dann rufen sie: Komm, wir entern die Autobahn. Runter die Böschung, die Turnschuhe, surfen im Schotter. Warte, ich komme auch mit. Und führen ein eigenes Leben. Und der Showdown ist vorprogrammiert. Und der lässt sich nur musikalisch lösen. Deswegen ist es ein Poetry-Konzert. Deswegen hat das Kammerorchester am Schluss das letzte Wort. Darauf bin ich besonders stolz.